volles Haus. Ja. Sehr schön. Dann denke ich, können wir starten. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zu unserem Workshop Risiken und Herausforderungen für Open Source Software. Sie werden sich vielleicht wundern, was hat so ein Thema eigentlich auf der Lizenz verloren? Lassen Sie sich überraschen, welche Risiken und Herausforderungen es eben auch bei Open Source Applikationen gibt. Und ja, vor allem, welche Probleme auch, sage ich jetzt mal, im Bereich Security und Software-Lizenzmanagement dabei auftreten können. Mein Name ist Bernd Muschinski von Comparex. Und mein Name ist Shane Close von der Firma Sonatel. Genau. Eigentlich ist das Entwickeln von Applikationen mit Open Source ja doch eine recht komplexe Sache. Oder wie siehst du das? Also, ich muss sagen, ich habe mit einem Kollegen gesprochen von uns in der Entwicklungsabteilung. Der hat mir gesagt, das ist doch alles ganz, ganz einfach, Open Source Applikationen. Ich brauche doch einfach nur ins Internet gehen. Da gibt es eine riesen Community an Open Source Entwicklern. Da lade ich mir einfach meine Bausteine runter und dann kann ich meine Applikation relativ schnell und vor allem kostengünstig entwickeln. Klar, aber wie sieht es da mit Lizenzmanagement und Sicherheitsschwachstellenmanagement aus? Also, ich kann dir eins sagen, Open Source Applikationen, wenn man die downloadet, die funktionieren hervorragend. Okay. Das glaubst du mir jetzt nicht, ne? Nö. Ich habe da einige Hintergrundinformationen, aber ich bin immer gespannt. Also Shane, ich werde dir mal zeigen, wie man eine Open Source Applikation entwickelt. Das Einzige, was ich dazu brauche, ist eigentlich ein Internetanschluss. Jetzt muss ich mal schauen, ich habe natürlich ein Internet mitgebracht. Meine Damen und Herren, das ist mein Internet. Ja? Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt was downloade aus dem Internet, dann muss ich das ja in irgendeinen Container reingeben. Da brauche ich also so ein Repository. Habe ich natürlich auch mitgenommen. Meine Damen und Herren, das ist mein Repository. Jetzt bin ich mal gespannt. Mein Arbeitskollege, der hat mir auch schon gesagt, was ich denn alles für Applikationen brauche, um die eben downzuladen. Da gibt es zum Beispiel Web-App Bootstrap. Okay. Dann gehe ich jetzt mal ins Internet und hole mal so eine Komponente. So, die gebe ich jetzt mal ins Repository rein. Dann hat er noch aufgeschrieben, fürs Backend brauche ich Node.js. Hole ich mir auch mal raus. Dann brauche ich noch für das Protokoll, ist natürlich wichtig, Log4Net. Mhm, sieht aus wie ein Schweizer Käse, und das, aber passt, ne? Ich bitte dich. Wenn du ein Auto kaufst, die sind auch nicht alle gleich. Ja? Okay. Ist halt so im Internet. Naja. Ja? Open Source. Dann brauche ich noch Underscore. Und Pechschwarz und muss auch so sein. Ja, bitte dich. Internet ist Open Source. Und zum Schluss brauche ich noch React. Dann habe ich eigentlich alle. Schau, meine Applikation ist fertig und funktioniert. Lass mal schauen. Das Ding, das läuft. Bisschen schwarz, bisschen Schweizer Käse. Das appelt. Mal schauen, was du hier drin hast. Hm. Oh. Nicht Lego von meinem Kleinen, sondern eine Abhängigkeit von einer Abhängigkeit von weiteren Abhängigkeiten. Die setzen alle eine bestimmte Komponente zusammen. Ja, woher soll ich denn das sehen, wenn ich das downloade im Internet? Ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Ja. Und eben auch. Wer hat denn hier Open Source im Einsatz? Ich hoffe, jeder. Okay. Vor 10 Jahren, als ich bei Red Hat war, wäre die Antwort wahrscheinlich anders gewesen. Open Source? Pff. Bitte nicht, bitte nicht. Aber mein CEO saß vor 10, 15 Jahren einem der größten Banken gegenüber, der Head of Software Development. Und er stellte ihm die Frage, rate doch mal, wer die meisten Open Source Komponenten weltweit herunterlädt. Und zur Information, wir sind der Betreiber des Maven Central.
Also wenn jemand im Java-Bereich Java entwickelt, der holt sich die Komponenten bei uns. Und der Leiter der Softwareentwicklung sagt, das muss eine Google sein. Die verwenden die meisten Open-Source-Komponenten. Sagt er, nee, rate nochmal. Dann ist es Facebook. Auch nicht. eBay, nee. Sagt er, das seid ihr. Ihr seid kollektiv die größten Verwender von Open-Source-Komponenten weltweit, als die drei, die du mir gerade genannt hast. Sie sagte, Wayne, das kann nicht sein, ich muss das überprüfen. Kam wieder, sagte, 10.000 Entwickler, die Java-Entwicklung betreiben. Viele Leute wissen nicht, dass sie im Einsatz haben. Ihnen ist es aber bewusst, Gott sei Dank. Es gibt aber einige gewisse Herausforderungen damit. Die zeige ich Ihnen jetzt. Open-Source-Komponenten sehen teilweise so aus. Von der Qualität her sehr, sehr gut, hochwertig. Es gibt aber auch Komponenten, die eine bestimmte Schwachstelle haben. Auf Sicherheitsebene oder auf Lizenzebene. Wenn ich eine Applikation an Dritte weitergebe, möchte ich keine Copyleft-Verpflichtung mit drin haben. Weil ich möchte meine Applikation ja nicht open sourcen. Open Source Index. Wie gesagt, wir sind der Betreiber des Maven Central und das ist hier einfach mal eine Visualisierung der Download-Requests aus den letzten Jahren. Man sieht, unumstritten geht die Verwendung von Open Source rapide nach oben. Ich habe letzte Woche auf der Bosch Connected World sogar die Ziffer für 2017 mitgeteilt bekommen. Möchte da jemand mal raten, wie hoch die Download-Requests waren? Kann man diese 70? 100. Mal einen drauflegen? 87 Milliarden. 87 Milliarden Java-Komponenten, die heruntergeladen worden sind letztes Jahr. Und das ist nur im Java-Bereich. Die anderen Open-Source-Ökosysteme, da sieht diese Kurve genauso aus, also unumstritten. Heutzutage besteht eine Applikation aus 80-90% Open-Source-Komponenten. Wir haben 25.000 Applikationen analysiert und das spiegelt das so wider. Viele Unternehmen haben für ihren proprietären Code hier diesen 10-20%igen Anteil einen SonarQube oder etwas ähnliches im Einsatz. Und da kriege ich oft die Frage an den Kopf geschmissen, ja, da haben wir doch schon das Lizenzthema und Sicherheitsthema mit abgedeckt, oder nicht? Eigentlich nein. Nur der proprietäre Code, diese 10-20%, werden durch einen SonarQube oder eine statische Code-Analyse dementsprechend adressiert. 80-90% laufe ich blind durch die Gegend. Das heißt also, alle Applikationen, die ich selber entwickle, die kann ich damit überprüfen, aber die Open-Source-Applikationen nicht. Richtig. Das ist alles eine manuelle Laufarbeit. Meistens per Google oder irgendeine Abteilung hat da irgendwelche Verantwortlichkeiten. Das muss alles manuell überprüft werden. Wie wird es bei Ihnen gemacht? Gibt es da eine manuelle Freigabe? Kann da jeder machen, was er möchte? Ich hab das Spektrum schon alles gesehen. Also von hochkontrolliert, alles mit bestimmter Freigabe über... Da kann jeder irgendwie glauben, was er möchte. Oder ich habe keine Ahnung, wie das bei mir läuft. Ich habe alles schon gesehen. Antrag und Genehmigung durch den Bereich. Okay, und wie lange dauert der Prozess, Pi mal Daumen? Durchlauf. Okay, stimmt. Bei anderen, der Prozess hat etwas länger, etwas aufwendiger. Wie soll ich denn das beurteilen? Ja, ich bekomme einen Antrag für ein Open Source Produkt und wie soll ich denn das innerhalb von einem Tag beurteilen? Ob das irgendwelche Sicherheitslücken hat oder sonst irgendwelche Nachteile oder welche Funktionalität es tatsächlich hat, kann ich gar nicht. Richtig. Eine große deutsche Bank aus Frankfurt teilt mir mit, dass man Pi mal Daumen 4 Stunden manuelle Recherche betreiben müsste, um jede Komponente auf Sicherheitsschwachstellen und Lizenzen zu überprüfen. 4 Stunden, wenn es geschulte Security-Mitarbeiter sind. Wenn es geschulte. Wie viele Komponenten habe ich denn in so einer Open-Source-Applikation, die ich mir downloade? Pi mal Daumen 106 und das sind diese 25.000, die wir analysiert haben. Der Durchschnittswert lag bei 106, das ist im Java-Bereich. Wenn man JavaScript nochmal berücksichtigt, kann man da nochmal ruhig eine 0 oder 2-0 dranhängen. Also die Komplexität ist sehr, sehr groß. Pro und Contra von Open-Source-Komponenten, ich glaube, da brauche ich Ihnen nicht viel erzählen. Die Geschwindigkeit der Softwareentwicklung nimmt rapide zu. Ich kann meinen Endkunden neue Funktionalitäten sehr schnell zur Verfügung stellen und ich brauche das Rad nicht neu erfinden. Wenn irgendjemand schon mal im Internet eine Kryptografie entwickelt hat und die in Maven Central wiedergelegt oder abgelegt hat, dann würde ich einfach mal behaupten, will ich Kryptografie in meiner Applikation verwenden, nehme bitte Bouncy Castle. Da brauche ich das Rad nicht neu erfinden. Ich habe aber einige Nachteile dadurch. Ich muss mich an die Lizenzverpflichtungen halten. Die Lizenzverpflichtung aller Komponenten. Ich muss genau schauen, wo ist eine Sicherheitsschwachstelle. Gibt es eine Sicherheitsschwachstelle, kann ich diese Sicherheitsschwachstelle auch beheben. Und jetzt kommt die richtig große Herausforderung. Nicht Lego, sondern transitive Abhängigkeiten.
einer Abhängigkeit, einer weiteren Abhängigkeit, die sich wiederum auf andere Sachen beruft. Und ehe man sich verschaut, hat man als Entwickler 30 Komponenten definiert in seiner Entwicklungsumgebung. Ich habe aber 106 Komponenten, die es letztendlich über transitive Abhängigkeiten in die Applikation schaffen. Macht das Sinn, dieses Thema transitive Abhängigkeiten? Ist das für Sie ein Begriff? Ja? Prima. Hat das jemand mitbekommen aus Lizenzsicht vor etwas über einem Jahr? Oh, habe ich eine Heise gelesen. Da hat die BMW in ihrem i3 Infotainment System Open Source verwendet. Ist doch nicht schlimm. Die haben auch Copyleft-Lizenzen mit drin gehabt. Auch nicht schlimm. Aber wenn man tief genug gräbt, bekommt man raus, dass es da eine Lizenz mit verarbeitet wurde und man als User darauf bestehen kann, den kompletten Quellcode der Applikation zugeschickt bekommt. Das heißt, Terence Eden, ein recht sehr penetranter Kerl aus England, hat BMW mehrfach darauf hingewiesen, er hätte gerne den Quellcode und hat ihn letztendlich auch zugeschickt bekommen. Für das komplette Infotainment-System. Ich denke, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache bei der Verwendung von Open-Source-Komponenten. Das kann man aber in den Griff bekommen durch transparente Tools, die wir bieten. Viele Unternehmen setzen diesen OWASP Top 10 ein. Ist das ein Begriff? Nicht. Also wird vom BSI empfohlen, dass man diese Top 10 weitestgehend umsetzt, um Web-Applikationen sicherer zu gestalten. Und jetzt machen wir vielleicht vorwerfen, Shane, das ist alter Schmarrn von 2013. Der wird alle 3 Jahre veröffentlicht, dieser Top 10, den 2016er Report. Der ist immer noch nicht da in deutscher Sprache. Die haben den jetzt auf Englisch veröffentlicht, den gibt es sehr, sehr bald auf Deutsch in 2018. Aber da wird unter A9 empfohlen, selbst in dem neuen Bericht, dass man Komponenten mit bekannten Schwachstellen nicht einsetzen soll. Klingt logisch, oder? Shane, renn bitte nicht mit dem Kopf gegen die Wand, könnte wehtun. Aber wenn man einmal diese Komplexität bei diesen transitiven Abhängigkeiten versteht, dann merkt man, dass das so einfach gar nicht umzusetzen ist. Wir haben bei uns bei Sonatype ein Sprichwort, not all parts are created equal. Haben Sie in der zweiten Slide gesehen. Goldene Komponenten, schwarze Komponenten, rote Komponenten, die unterscheiden sich von der Qualität her. Massiv. Und Komponenten, die altern nicht wie fine French wine, sondern wie Milk. Good one day, bad the next. Und wir haben durch unsere Analyse nachweisen können, dass ab 5 Jahre, Pi mal Daumen, die Komponenten von der Qualität her kippen. Warum, wissen wir nicht. Ich denke mal, es liegt daran, dass einfach mehr und mehr Augen auf diese Open-Source-Komponenten schauen und offensichtlich Sicherheitsschwachstellen entdeckt werden. Aber so ab 5 Jahren kippen diese Komponenten. Wir haben eine Recherche betrieben und in 2014 haben 60% aller befragten Unternehmen keine Open-Source-Policy im Einsatz. Jetzt muss man nochmal zurückdenken, einige Slides, wo ich diese Open-Source-Verwendung mal gezeigt habe. 3 Jahre später ist die Zahl statisch geblieben, obwohl die Verwendung sich verdreifacht hat. Das heißt, warum haben die Unternehmen sich nicht auch angepasst und gesagt, okay, wir haben auch eine Open-Source-Policy. Das heißt, 40% nur haben eine Open-Source-Policy im Einsatz. Letztes Jahr hatte oder vermutete jedes 5. Unternehmen eine Security Breach im Zusammenhang mit Open Source Komponenten. Hat jemand Equifax mitbekommen letztes Jahr? Das ist vergleichbar mit der Schufa. Den wurde durch eine Open Source Komponente der komplette Kundendatensatz gestohlen. 145 Millionen Kundendaten kopiert und weg. CTO wurde entlassen, CISO wurde entlassen, der CEO rechtfertigt sich immer noch vor dem Senat. Ähnlich wie die Schufa hier in Deutschland oder vergleichbar mit der Schufa in Deutschland. Ich hatte vorhin Bouncy Castle angesprochen. Ist jemand aus der Entwicklung hier? Kennt das jemand? Bouncy Castle? Wie gesagt, eine Kryptografie-Komponente, die sehr oft eingesetzt wird. Alleine in 2016 23 Millionen Mal. Ist in Ordnung. Die Herausforderung liegt mit der Version, die in 2007 mal veröffentlicht wurde. Da gab es eine Sicherheitsschwachstelle, die wurde mit einer CVSS von 10 eingestuft. Und dieses Rating geht von 0 bis 10. 0, keine Sicherheitsschwachstelle. 10, ein riesen Scheunentor von Schwachstelle. Wie gesagt, 2007 gab es eine dicke, fette 10. Jetzt raten Sie mal, von diesen 23 Millionen Downloads in 2016, wie hoch war die Anzahl der Downloads, die von 2007 war? Also die Version von 2007 mit der CVSS von 10. Möchte da jemand mal raten?
10%. Kann ich mal drauflegen? 20 Millionen. Oh, nicht verkehrt. 11 Millionen. 11 Millionen Mal. 11 Millionen Mal wurde diese Sicherheitsschwachstelle mit CVSS von 10 heruntergeladen. Nicht, weil ein Entwickler sich hinsetzt und sagt, ich ziehe meinem Unternehmen jetzt eine CVSS von 10 in die Applikation, sondern der hat im Hinterkopf, Bouncy Castle, Kryptographie sehr, sehr gut, aber es fehlen mir die Metadaten zu den einzelnen Versionen einer Komponente. Hatte vorhin schon Equifax angesprochen, wurde bei Heise richtig breit getreten, wurde Anfang März schon bekannt gegeben. Da hatte Equifax versäumt, diese Komponente zu patchen, diese Apache Struts 2 Komponente. 2 Tage später lief der erste WhoMyRequest und am 3. Tag ging es mit den Daten kopieren los. Das wurde dann irgendwann im September aber bekannt gegeben, dass die gehackt wurden, dass der komplette Kundendatensatz weg ist und ironischerweise wurde am selben Tag eine weitere Sicherheitsschwachstelle in Apache Struts 2 bekannt gegeben. Also interessant. Aber ich habe hier zu diesem Hack von einem Kunden aus Frankfurt eine zweizeilige E-Mail bekommen. Die erste Zeile war Shane, das musst du hier dringend durchlesen mit dem Link hier auf dieses Update. Und die zweite Zeile war, Gott sei Dank haben wir das beim Lifecycle im Griff, mit einem Smiley, mehr nicht. Und die E-Mail, da muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich die lese, weil Kunden sind da laufen noch komplett auf Nummer sicher. Es hat das kanadische Finanzamt komplett lahmgelegt, damals im März. Equifax hat da noch natürlich einen draufgelegt. Aber Open-Source-Komponenten, Sicherheitsschwachstellen, das ist ein akutes Thema. Es ist tatsächlich ein akutes Thema. Aber Shane, mal eine Frage. Ich meine, wir kommen ja alle so aus der Microsoft-Welt vornehmlich. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, dass ich sage, ich habe einen automatisierten Update-Service, der mir dann die Patches irgendwie runterspielt und die Sicherheitslücken schon jedes Mal, wenn ich meinen Rechner rauffahre oder runterfahre, da entsprechend reinspielt. Und es gibt entsprechende Firewalls, die dann auch, sage ich mal, diese schadhafte Software verhindern, einfach, dass die auf meinen Rechner gelangt. Gibt es denn sowas auch für Open Source? Sowas Ähnliches zeige ich dir gleich mit dem Nexus Lifecycle. Da habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn ich hier, ich zeige es gleich, ich zeige aber erstmal, wie derzeit viele Kunden dieses Thema adressieren. Okay. Weil wir haben hier oben die manuelle Freigabe, die am Anfang beschrieben wurde von Ihnen, einen Tag vielleicht, bei Ihnen auch. Ein anderer Punkt, an dem Security Checks durchgeführt wird, ist kurz bevor die Applikation in Production geschoben wird. Dann kommt ein externes Unternehmen meistens rein, macht einen Pentest, raus kommt so ein Batzen an Empfehlungen. Die werden dann praktisch priorisiert, weitestgehend umgesetzt, irgendwann sagt jemand, ich unterschreibe akzeptables Risiko. Prost damit. Okay, stichpunktmäßig habe ich dann wirklich nur zweimal nach Security geschaut. Security Vulnerabilities warten nicht drauf, bis man nochmal einen Check durchführt. Die sind entweder da oder nicht, oder man ist anfällig oder nicht. Wir machen das etwas anders. Wir haben die Möglichkeit, beim Herunterladen aus dem Maven Central in das lokale Repository Qualitätskontrollen durchzuführen. Wir können also sagen, will der Entwickler eine Komponente mit einer bestimmten Schwachstelle oder einer bestimmten Lizenzart herunterladen, die dementsprechend gegen eine Policy verstößt, dann kann ich diese Komponente blocken. Die Komponente wird dann irgendwo in Quarantäne gestellt und jetzt mag der Entwickler vielleicht sagen, ich brauche eine Komponente, aber für den internen Zweck. Dann kann jemand mit einer gewissen Berechtigung diese Komponente freigeben. Das ist kein Problem. Es gibt einen Audit Trail dazu, man kann nachvollziehen, wo wird diese Komponente verbaut. Zweite Stelle, an dem wir integrieren, ist hier unten mit dem frühen Feedback an die Entwickler in den IDEs. Gleich ein Beispiel dafür, aber der Entwickler bekommt in seiner IDE alle relevanten Metadaten angezeigt. Die jetzige Version, die er im Einsatz hat, also die GAF-Koordinaten, unter welcher Lizenz wurde das Ganze abgespeichert, welche anderen Lizenzarten finde ich in den Class-File oder Class-File-Header und die daraus abgeleitete effektive Lizenz, weil die deklarierte Lizenz unterscheidet sich sehr, sehr oft von der effektiven Lizenz. Dann zeige ich dem Entwickler an, wie alt diese Komponente ist. Und ich zeige dem Entwickler, ist es eine genaue Kopie aus dem Maven Central oder hat da irgendjemand etwas abgeändert? Vielleicht ein Security Patch hinzugefügt oder in bösartiger Weise etwas hinzugefügt. Wir haben dann die Möglichkeit, unter dem Policy umsetzen im Bild, den Jenkins oder den Bamboo Bild zu beeinflussen. Ich weiß nicht, ob jemand damit was anfangen kann. Wenn jemand eine Software-Applikation verbaut, der nimmt einen Build-Server. Und ich habe da die Möglichkeit, auf 3 verschiedenen Ebenen meine Policies anzulegen. Unternehmensweit, abteilungsspezifisch oder applikationsspezifisch. Sollte dann ein Policy-Verstoß in einer Entwicklungsumgebung stattfinden,
kriegt der Entwickler einen Klaps auf die Hand. Lieber Entwickler, verstößt gegen Policy XY, änder das bitte ab. Ich stelle dir die Metadaten zur Verfügung und gut ist, sollte man denken. Wenn der Entwickler jetzt einen Build im UAT oder im Production-Bereich machen möchte und dieser Policy-Verstoß liegt immer noch vor, dann habe ich die Möglichkeit, die Schranken fallen zu lassen. Ich kann den Jenkins-Build oder einen Bamboo-Build oder andere Builds komplett fehlschlagen lassen, sodass ich destruktiv meine Policies umsetzen kann. Ich hoffe, das macht Sinn. Unsere Kunden mögen das. Dann habe ich die Möglichkeit, über Continuous Monitoring alle meine Applikationen, die ich im System habe, einmal alle 24 Stunden mit unserem Hosted Data Service abzugleichen. Unser Hosted Data Service ist praktisch ein Team von 65 Mann, die sich nur mit der Verifizierung der Sicherheitsschwachstellen beschäftigt. Es gibt dann praktisch eine technisch verständliche Beschreibung der Problematik mit Codebeispielen. Bin ich davon überhaupt betroffen oder nicht? Es gibt dann eine detaillierte Anleitung zur Behebung der Problematik und wir verlinken auf öffentlich verfügbare Informationsquellen, sodass der Entwickler nachvollziehen kann, wie kommt die Firma Sonatype zu dem Entschluss, dass es eine tatsächliche Schwachstelle ist. Zeige ich euch mal. Das ist jetzt hier die Sache, die du angesprochen hast, Bernd, mit diesen Updates. Sollte es neue Schwachstellen geben, kann ich über das Continuous Monitoring per E-Mail benachrichtigt werden an einzelne Personen oder Verteiler oder ich integriere direkt mit dem Ticketing-System. Das Ticket wird automatisch im Jira angelegt, es gerät in den Backlog, sodass ich auf manuelle Schritte gar nicht angewiesen bin. Okay, das heißt, das wird automatisch überprüft? Richtig. Das heißt, er zeigt auch dann nur dann etwas an, wenn irgendwie ich solche Schwachstellen eventuell verarbeitet habe. Richtig, ganz genau. Weil du scannst all deine Applikationen, hast sie im System, hast eine Bill of Material, also eine tabellarische Auflistung aller Komponenten, die es in der Applikation gibt. Und sollte es da eine neue Schwachstelle geben, E-Mail an einzelne Verteiler, an Gruppen oder Jira-Ticket. Und hier sind einfach die einzelnen Produkte überlegt. Ich habe hier mit der Firewall die Möglichkeit, zwischen dem Repository und dem lokalen Repository zu integrieren. Das Nexus Repository selber ist das Artefakt-Lagerplatz. Und Nexus Lifecycle ist praktisch dieses Rundum-Sorglos-Paket mit den ganzen Integrationspunkten in der Softwareentwicklung. Hier sind die einzelnen Produkte auch nochmal aufgelistet. Wie gesagt, Repository als Lager, Firewall, um wirklich diese groben Verstöße zu blocken, Lifecycle, Transparenz und Integration in den kompletten Entwicklungszyklus. Und Nexus Auditor ist eigentlich nur dafür da, für Organisationen, die keine eigene Softwareentwicklung betreiben, die nur die Software zugeliefert bekommen. Man hat praktisch die Möglichkeit, eine Applikation zu scannen. Resultat ist eine Bill of Material mit den Zutaten in der Applikation. Wer profitiert von solchen Lösungen? Das sind die Leute aus der Softwareentwicklung, das sind die Architekten und DevOps-Kollegen und die Rechtsabteilung / License Manager, weil die dementsprechend auf Basis von Security und Lizenz und Architekturinformationen die Policies definieren. Das Produkt zu installieren ist ein Kinderspiel. Wir waren bei einer Firma vor Ort, haben einen dreistündigen Workshop durchgeführt und sagte man mir, Shane, können wir eine Applikation kurz analysieren? Ich so, selbstverständlich. Wollte man per USB-Stick rübergeben, von Windows auf Apple, hat nicht funktioniert. Und dann sagte mein Kollege, na, wir haben da jetzt Kaffeepause, ich installiere dir schnell Nexus Lifecycle auf deinem Laptop und wir analysieren die Applikation hier. Da brauchen wir da nicht Tage oder Wochen für. Sagte, wir haben jetzt Kaffeepause, 10 Minuten. Hat das installiert, die erste Applikation analysiert und die App, die eigentlich live gehen sollte in 3 Wochen, die haben sie erstmal auf Eis gelegt. Da die Resultate doch einiges an Rotes beinhaltet. Zeitgleich. Ja. Hätte ich gleich eine Frage. Das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anforderung habe, derjenige möchte die und die Software einsetzen, ja, das vorher abzuprüfen, hat das Schwachstelle, habe ich es nicht. Ganz genau. Okay. Und in den Büchlein haben sie auch gleich noch, gehe ich gleich noch auf ein, aber finden sie eine nette Überraschung. Eine Schwachstelle. So, dann ist es von Schwachstelle. Hier ist mein Beispiel zu den Informationen, die wir zu den Lizenzen zur Verfügung stellen. Wir haben also hier die deklarierte Lizenz, Apache 2.0. Durch unsere Analyse stellen wir aber fest, es ist GPL 2.0 oder MIT mit einer BSD oder Apache 2.0. Das heißt, als Entwickler stehe ich jetzt vor der Entscheidung, was trifft jetzt für mich überhaupt zu? Normalerweise wird der Entwickler hingehen und sagen, okay, ich habe Apache 2.0, liberale Lizenz, ich kann machen damit, was ich möchte. Die effektive Lizenz ist aber je nachdem, wie ich diese Komponente verbaut habe, was ich mit dieser Applikation mache, bin ich an 4 oder 5 verschiedene Lizenzen möglicherweise gebunden. Das heißt, ich müsste jetzt in die Rechtsabteilung treten und sagen, Leute,
Die Komponente wird in dieser Applikation verbaut. An welche Lizenzverpflichtungen muss ich mich jetzt halten? Das ist ja wie so ein trojanisches Pferd. Ich wollte eigentlich Apache 2.0, aber da befinden sich eben diese anderen Komponenten drin. Surprise! Ja. Und die werden erst nach einem Jahr aktiv. So ungefähr. Ich meine, viele Unternehmen, die haben eine Policy, die sagen, nutze bitte die aktuellste Version einer Komponente. Da muss man aber auch aufpassen, weil die haben auch teilweise entweder Sicherheitsschwachstellen, die sehr schnell entdeckt werden, oder die haben ihr Lizenzmodell verändert. Es gibt da iText PDF ist das, glaube ich. Das ist so eine Art PDF-Reader. Eine große Luftfahrtfirma in den Staaten hat das im Einsatz gehabt. Und deren Policy war, Auto-Updates to the most current version. Haben das gemacht, sind da ins rechtliche Fettnäpfchen getreten, entweder GPL oder kauf eine kommerzielle Lizenz. Die haben tief, sehr, sehr tief in die Tasche gegriffen. Die wollten natürlich den kompletten Quellcode deren Ticketing-Systems natürlich nicht zur Verfügung stellen. Die haben, also iText PDF hat mit diesem Lizenzwechsel mal schnell $1 Million verdient. Das heißt, man muss da höllisch aufpassen. Ganz neues Geschäftsmodell. Schauen Sie sich im Open Source Bereich mal um. Ja, ja. Welcome to Open Source, richtig. Hier haben wir nochmal so eine Visualisierung. In den IDEs Eclipse, IntelliJ und Visual Studio haben wir diese Informationen. Das heißt, ich bekomme hier mit dem grauen Balken die jetzige Version angezeigt. Das ist Commons HTTP Client. Was das ist, keine Ahnung. Version 3.1 ist aber hier visualisiert. Die Schwachstellen werden durch die Dreiecke dargestellt. Das heißt, ich sehe hier Security Threat mit 7,5. Heartbleed hatte 4,8. 7,5 sollte ich wahrscheinlich adressieren. Lizenzmäßig habe ich hier auch ein Risiko, denn je roter es wird, desto restriktiver ist das. Ich sehe jetzt hier selbst als nicht-technische Person, wenn ich mit, als User oder als Entwickler auf diese Version klicken würde, dann hätte ich das Sicherheitsrisiko sofort behoben. Hätte eine 7,5 auf der CVSS-Skala komplett behoben. Kundenaussage ist, 50% aller Sicherheitsschwachstellen werden mit einem Versionswechsel adressiert. 50% aller Schwachstellen. Auf einem Klatsch, nicht auf einem Klatsch weg, aber innerhalb von 30 Sekunden adressiert. Ich klicke mit der Maus hier auf diese Version, klicke auf Migrate und in dem IDE-Tool wird automatisch ein Recompile stattfinden. Das heißt, ich habe die qualitativ hochwertigste Version der Komponente im Einsatz. Als Entwickler sehe ich hier oben auch, in der Open Source Community, wenn sich jemand HTTP-Client herunterlädt, welches ist die populärste Version? Weil ich daraus auch ableiten kann, habe ich damit Community Support oder nicht? Wie gesagt, ich bekomme Informationen zum Alter der Komponente und ich bekomme angezeigt, ob es eine genaue Version aus dem Maven Central ist oder nicht. Noch ein Beispiel, Commons Collection, da war auch einen interessanten Bankenkunden aus Frankfurt, da hat der Leiter der Softwareentwicklung zu dieser Schwachstelle eine E-Mail an seine 400 Entwickler geschickt. Liebe Entwickler, ihr dürft diese Version nicht mehr einsetzen wegen der Sicherheitsschwachstelle, bitte andere Version einsetzen. Leiter Softwareentwicklung hat seinen Job getan, oder? Jeder hält sich dran. Waren im Rahmen des Proof of Concepts die Top 20 Applikationen analysiert und jeder hatte die verbotene Version mit drin. Kann doch nicht sein, ich habe doch die E-Mail rausgeschickt, ich bin allein der Softwareentwicklung. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich habe unser Data-Team angesprochen, 65 Mann, die sich nur mit der Verifizierung der Sicherheitsschwachstellen beschäftigen. Wir schauen uns jeden Security-Event aus dem National Vulnerability Database an. Wir schauen uns hunderte von Security-Feeds an und jeder Security-Event aus dem GitHub. Dann gibt es hier den Link auf NVD. Und der ist teilweise sowas von High Level, da weiß keiner was mit anzufangen. Hier gibt es die technisch verständliche Beschreibung der Problematik. Was bedeutet das überhaupt für mich? Es gibt dann Detection Guidelines, bin ich davon überhaupt betroffen? Wenn ich diesen REST-Plugin nicht nutze, dann bin ich nicht betroffen. Dann kann ich diese Sicherheitswarnung ignorieren. Dann gehe ich ins Tool, schreibe einfach rein Not Applicable mit einem Kommentar und gut ist, beim nächsten Scan wird das nicht erfasst. Ich habe dann hier eine technisch verständliche Beschreibung, wie ich diese Problematik komplett behebe. Und ich verlinke auf öffentliche Informationsquellen, sodass ich selbst nachvollziehen kann, okay, was bedeutet das für mich überhaupt? Was steckt da überhaupt hinter? Ja, also wir nehmen einem die komplette Laufarbeit ab. Zu schlimm. Komm. Dafür kann man andere Sachen.
wie unterscheiden wir uns denn jetzt zu den anderen Tools, die es gibt? Nehmen wir mal dieses Beispiel Apache Struts 2. Das ist ein Sammelsurium von über 100 Komponenten. Namenbasierte Scanning-Tools würden sagen, 100 Alarmierungen, weil ich mit diesem Projekt 100 Komponenten habe, die sind alle anfällig. Jetzt schaue ich mir aber jede einzige Sicherheitsschwachstelle an oder alarmierte Sicherheitsschwachstelle und sehe, das ist eine False Positive. Wir sind so akkurat durch unser Hash-basiertes Scanning, dass wir mit dem Finger auf genau die Komponente zeigen, die die Schwachstelle beinhaltet. Und haben somit eine False Positive-Rate, die gegen Null geht. Selbst OWASP Dependency Checker, unser Head of Data Services, der Bruce Mayhew, der leitet dieses WebGoat-Projekt für OWASP. Also WebGoat ist ein Security-Schulungsprogramm von OWASP und er leitet das seit einigen Jahren schon. Wir tragen aktiv zum OWASP Dependency Checker bei und selbst OWASP schreibt oben unterm Titel Not suitable for enterprise usage. Also es hat zu viele False Positives. Zu viele False Positives. Aber es ist schon mal ein Ansatz, man beschäftigt sich schon damit. Wir haben Dashboards. Dashboards ist immer eine interessante Sache. Ich habe hier so eine Art Ticker über neue Schwachstellen, über die ich alarmiere. Das heißt, ich sehe sofort, okay, das ist eine neue Schwachstelle, die in einer bestimmten Stage irgendwie verbaut wurde. Was ist da passiert? Wenn ich hier ein Ausrufezeichen habe, dann wurde der Build wahrscheinlich verweigert. Dann habe ich die Möglichkeit, was sind das hier? Das sind Komponenten. Komponenten, also aus unserer Wall of Fame for the Worst Offending Components. Das heißt, die Komponente, die die meisten Policy-Verstöße hat, wandert nach oben. Und wenn ich jetzt nachvollziehen möchte, okay, in welchen Applikationen habe ich diese bösartigste Komponente verbaut, klicke ich einfach mit der Maus auf 18 und bekomme alle 18 Applikationen angezeigt, die Komponente verbaut haben. Das heißt, ich brauche dann nicht per E-Mail mit meinen Kollegen hin und her zu mailen, hast du die Komponente im Einsatz oder hast du die Komponente im Einsatz oder vielleicht ja da drüben. Man weiß sofort, die 18 Applikationen haben die Komponente in der Version verbaut. Nimmt einem erheblich viel Arbeit an. Und hier haben wir die Wall of Shame of the Worst Offending Application. Da möchte kein Entwickler stehen oben. Das ist nicht dafür da. Nicht dafür da, dass man mit dem Finger drauf zeigen kann, so nach dem Motto, du Buhmann, sondern wo fokussiere ich meine Ressourcen am besten? Wo fange ich an? Und das ist praktisch so ein Moving Target. Dann wandert er nach oben, er wandert nach unten, aber man weiß zumindest, wo man sich fokussieren muss. Ich habe eine Baseline. Ich hatte vorhin angesprochen, dass es zu jedem Build eine Bill of Material gibt. Also egal in welchem Stage ich ein Build durchführe, bekomme ich eine Bill of Material erstellt. Das ist die tabellarische Auflistung aller Komponenten, die es in einer Applikation schaffen. Mit den Informationen zum Alter, Popularität der Version und wenn ich jetzt nochmal drauf klicken würde, würde ich sogar die Metadaten bekommen, wie ich diese Schwachstellen behebe und so weiter und so fort. In dem Büchlein finden Sie eine kleine Karte. Da können Sie mal, wenn Sie möchten, eine eigene Applikation analysieren. Es ist praktisch eine Mini-App wird heruntergeladen. Ihre Applikation wird analysiert über SHA-1-Hashes. Es wird kein Code an uns geschickt, absolut nicht. Es werden lediglich diese Fingerprints genommen von uns. Die gehen in unseren Hosted Data Service. Die schicken alle uns bekannten Informationen hinter ihre Firewall. Und hinter der Firewall wird diese Bill of Material erstellt. Das heißt, Sie können so anhand Ihrer Applikation mal überprüfen, was versteckt sich da überhaupt. Ein sehr nützlicher Schritt, den mal durchzuführen. Kannst du vielleicht was sagen, wer setzt denn das, sag ich mal, hier in deutschen Landen? Darf man da ein paar Kunden nennen, die sowas einsetzen? Die Finanzinformatik Solutions Plus zum Beispiel hat das im Einsatz. Mehrere große Banken, ich hatte eine Deutsche Bank zum Beispiel setzt es ein, die Commerzbank setzt es ein. Sieben der Top 10 Banken weltweit setzen es ein, alle Kreditkartenanbieter, eine PayPal, eine eBay, mobile.de hier in Deutschland. Also, wem Security und Lizenzmanagement wichtig ist, der hat dieses Nexus Lifecycle zurzeit im Einsatz. Sogar im staatlichen Bereich habe ich gehört, findet es einen Einsatz. Die Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Unter anderem. Ja. Wir müssten sie noch viel mehr haben. Die setzen noch alle auf Open Source. Ja, richtig. Richtig. Sie werden sich wundern, welche Reaktion ich bekomme, wenn ich solche Demos durchführe. Meistens sitzt man entweder hier oder da. Wenn man hier sitzt, okay, ich beschäftige mich schon damit, habe vielleicht den OWASP Dependency Checker im Einsatz. Wenn ich auf der anderen Seite sitze, sitzt man da und wenn man Fragen stellt, wie wird es denn adressiert, guckt jeder weg. Man hat sich noch nicht damit beschäftigt.
Aber ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen einfach mal Gedanken angeregt habe, wie man dieses Problem lösen kann. Und wie es integriert. Also es hat keinen Overhead, wirklich nicht. Also ich muss jetzt nicht tagelang warten, bis eine Analyse irgendwie abgeschlossen ist. Das Ganze integriert im kompletten Entwicklungszyklus. Wie ist das mit, eigentlich, sagen wir mal, Betriebssysteme müssen wir da auch noch mitchecken können, ne? Noch nicht. Noch sag mal, mir graut ja davor, über nachzudenken, sowas dann noch einzusetzen. Das ist ja dann eine Riesensammlung, von der man nicht weiß, was da alles drin steckt. Das kommt bei. Das kommt bei. Container. Containertechnologie. Mhm. Was verbirgt sich in einem Container? Naja, wir können auf Applikationslevel selbst im Container sagen, was sich darin befindet. Ja, warum haben wir uns als Comparex eigentlich diesem Thema so angenommen? Viele unserer Kunden kennen uns ja aus dem Bereich Software Asset Management. Und alles, was so Standardsoftware anbetrifft, haben wir auch eigene Lösungen. Unser Profiler beispielsweise, der genau analysiert, welche genaue Komponente sich beim Scan verbirgt. Und das passt jetzt eben auch mit Open Source, mit Sonatype zusammen. Das heißt, wir versuchen auch diese Dinge zu bündeln in Kundensituationen und dann eine komplette Lösung sowohl für Standard- als auch für Open Source Software anzubieten. Das ist auch der Grund, warum wir hier Ihnen heute das bei der Licenza hier auch mal vorstellen. Weil das Thema, muss ich sagen, kommt immer mehr bei den Kunden hoch. Genauso wie du richtig sagst, jeder kratzt sich irgendwo und sagt, habe ich mich eigentlich noch gar nicht beschäftigt mit dem Thema. Ich saß vor ein paar Wochen 18 Mann zusammen. Also eine recht große Firma. Ich habe dann diese Slides ungefähr vorgestellt mit einer technischen Demo anschließend und habe einfach gefragt, wie wird das denn hier adressiert? Jeder, wirklich jeder, guckte entweder zum Fenster raus oder auf die Füße. Wirklich. Ich habe das Spektrum schon durchgesehen, wirklich. Von da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, da kann jeder Entwickler machen, was er möchte, die Applikation läuft ja. Ja, nun, weil wir haben ja noch den Diktus, dass es ja, Open Source immer gut kostet. Ja, kostet nichts, ich habe keine Verpflichtung, klar. Aber wenn man genau hinschaut, habe ich auch Verpflichtungen. Also das untersucht jetzt Source Code, aber nicht... Das ist die Applikation, nachdem sie gebaut wurde, wird in ihre Einzelteile verlinkt. Wir schauen uns nicht nach irgendwelchen proprietären Code. Was wir aber machen können ist, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, ist, wir können ihre eigenen entwickelten Open Source Komponenten auch verwalten. Die würden dann im ersten Scan als unknown erscheinen. Und sie fügen dann ihre Metadata bei und dann ist es ein First Class Citizen und wird dann beim folgenden Scan als comparex.de Komponente entdeckt. Und wenn da jetzt eine Version einer Komponente irgendwie deprecated werden soll, die soll nicht mehr eingesetzt werden, es gibt Version 3 oder 4, die von der Qualität hochwertiger sind, dann kommt da ein Label an Version 1 dran, Do Not Use. Ich setze eine Policy auf, die sich nach Do Not Use umschaut. Und sollte die Komponente verbaut werden, stelle ich dem Entwickler die Information zur Verfügung, verwende bitte Version 2 oder 3. Das andere ist veraltet. Sie hatten eine Frage. Ist Ihnen schon mal von Seiten des Katalogteams so was durchgerutscht? Ich meine, die Herausforderung ist ja, dass eben dieses kleine Team alles, was auf der Welt passiert, halt irgendwie kennt. Also sucht und findet und dann halt eben in den Katalogen verbaut, halt, damit es die Kunden von Ihnen nutzen können. Redet man zwar vielleicht nicht gern drüber, aber es ist schon mal passiert, weil ich stelle mir die Herausforderungen sehr groß vor. Das ist eine Kombination aus maschinellem und manuellem Learning. Also die haben jahrelang dafür gebraucht, dass man praktisch diese NBDs und jeden GitHub Security Event auch abgrasen kann. Und diese Apache Struts 2 Geschichte, die wurde binnen 8 Stunden, nachdem das Ganze als Zero-Day-Vulnerability bekannt gegeben wurde, binnen 8 Stunden ins System aufgenommen, mit den ganzen Metadaten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Binnen 8 Stunden. Zero-Day-Vulnerabilities, die können wir nicht voraussagen. Wir wissen ja nicht, wie ein Entwickler denkt, wenn er irgendwo eine Sicherheitsschwachstelle mal identifiziert oder mal einen Hack irgendwie kreativerweise gefunden hat. Also ich denke mal, das bleibt immer bei so einem Gap. Antivirusprogramm ist auch nicht sicher. Ja. Das kennt nur so viel, wie man weiß. Also aber ich bin mir nicht bewusst, dass es irgendeinen Fall gegeben hat, wo wir das nicht erfasst haben. Es muss natürlich über einen Entwicklertisch, 65 Mann, dass das alles verifiziert wird. Wie gesagt, es ist kein Name-Based-Scanning, sondern manuell verifiziert und auch dokumentiert, warum es eine Schwachstelle ist. Und möglicherweise trifft es für Sie nicht zu, wie zum Beispiel dieser REST-API-Plugin mit den Struts 2. Wenn Sie den REST-API-Plugin nicht im Einsatz haben, dann haben Sie
eine False Positive erhalten von uns, aber sie haben zumindest die Information erhalten, warum wir das als Security Vulnerability flaggen. Lieber so und die ganzen Hintergrundinformationen liefern, als nicht zu alarmieren. Ja, wenn ich aber Ihre Kunden höre, die zahlen das ja auch nach Vorbekasse. Also wie wird das denn lizenziert? Ich meine, letztlich ist ja so, es hat ja immer seinen Preis. Ja? Und Sicherheit ist ja natürlich etwas, was man nicht verhandelt, aber trotzdem ist natürlich schon irgendwo sagen, dass es sich auch lohnt. Ja. Ne? Also das wird per User, auf per User-Basis lizenziert. Also unsere User zählen wir als Entwickler, die in ihren IDEs dementsprechend die Änderungen vornehmen. Ja, nur mal eine Hausnummer, dass man mal anfangen kann. Es geht bei $25,000 los für 10 User. Okay, 10 User. Ja. Das ist die kleinste Einheit. Das ist die kleinste Einheit. Und dann geht's. Ja, so viele Entwickler haben wir noch nicht mal, wir haben nur 4. Okay, da gibt es aber auch eine Lösung für. Wir haben ein Small Business Package, da können wir es gerne mal so machen. Was genau ist ein User in dem Sinne? Also Entwicklungsabteilungen sind ja vielleicht auch sehr arbeitsteilig und komplex aufgebaut. Also was definiert den User? Also ein tatsächlicher Entwickler, dessen Applikation analysiert wird und der auf Basis dieser Informationen letztendlich auch die Änderungen vornimmt. Sie können also ruhig sagen, wenn Sie sagen, Abteilung A ist nur für die Mission-Critical-Sachen zuständig, dann können Sie abstecken, die Entwickler, die in Abteilung A sitzen, müssten lizenziert werden. Und wenn Sie mit Abteilung A anfangen und Sie andere Entwicklungsabteilungen haben, die auch Java, JavaScript oder .NET einsetzen, dann werden diese mit Sicherheit auch sich anschauen, was wir machen, und B und C folgt dann A, peu à peu. Was vielleicht nochmal erläutern soll, ist das Lizenzrisiko, also dieses Risiko bezüglich der sich ändernden Lizenzen. Also ich sag mal, letztlich ist Open Source immer damit für mich verbunden, okay, oder assoziiert, da stellt jemand zur Verfügung unter Bedingungen, wo ich sage, okay, ich nutze es so, wie er es vorsieht, und ich bezahle im Grunde nichts, solange wie ich eben den nicht supporttechnischen Anspruch nehme. So. Weil Sie sagten vorhin, da hat eine Firma eine Million verdient. Wie kann die damit einmal eine Million verdienen, weil sie dann irgendwas hinterher geändert hat? So nach dem Motto, ich so à la Microsoft, ich verschenke SharePoint und jeder macht sich kostenpflichtig. Nee, nicht ganz. Die haben also praktisch mit einem Versionswechsel, die haben nicht in einer jetzigen Version einen Lizenzwechsel durchgeführt, sondern mit dem Veröffentlichen der aktuellsten Version hat die Lizenz sich geändert. Haben die gesagt, okay, diese Lizenz wird jetzt unter GPL oder LGPL veröffentlicht. Das kann man machen. Kostenpflichtig? Nö. Sie haben ja die Möglichkeit, die komplette Applikation zu open sourcen, wenn Sie möchten. Mhm. Oder Sie können eine kommerzielle Lizenz erwerben, wo Sie dann alles closed source lassen können. Mhm. Das kennt ja von Microsoft. Irgendwann wird dann ein Krall fällig. Genau. Ja, kennt man ja, ne? Mit der neuesten Version. Ja. Ist auch in Ordnung. Irgendwo sollen die auch von leben. Den Entwickler ist meistens auch egal, unter welcher Lizenz das Ganze abgelegt wird. Aber dieser Entwickler beruft für sich auf Komponenten, die von anderen Entwicklern entwickelt wurden, die sich wiederum auf andere Komponenten berufen. Und Entwickler B mag vielleicht nicht ganz so liberal sein wie der initiale Entwickler und hat gesagt, das Ganze läuft bei mir unter LGPL, weil er die komplette Community von profitieren soll. Was würde ja bedeuten, in 5 Jahren ist Open Source kein Open Source mehr, wenn sich das da fortsetzt. Weil ich Komponenten von Komponenten von Komponenten wieder benutze, das weiterentwickle und so weiter und so fort, das zieht sich ja dann durch. Das machen wir nämlich übrigens auch. Wir nennen das Secondary Expansion. Wenn wir eine Schwachstelle oder eine Lizenzart entdeckt haben bei einer bestimmten Komponente, dann schauen wir uns in unserer Datenbank um, welche weitere Komponente hat diese Komponente als Abhängigkeit, sodass wir die auch als Security Vulnerability flaggen können. Mhm. Das heißt, ohne das zu untersuchen, wäre es eigentlich Wahnsinn, irgendwas noch zu veröffentlichen. Ja. Man sollte schon mal hinschauen. Viele Unternehmen schauen wirklich nur auf deklarierter Ebene, also die Declared License, unter was wurde das Ganze katalogisiert. Aber man hat durch Verlinkungen in den Classfile oder Classfile-Headern andere Lizenzverpflichtungen. Wie bekommt der Entwickler das raus? Ich sag mal, der sitzt jetzt irgendwo in den Staaten. Dem Entwickler ist es egal. Oder in Brasilien. Oder irgendwer. Also irgendwer. Ich zoome mir das runter, baue das bei uns ein, hau das raus und der sitzt irgendwo und kriegt es mit. Wie setzt er denn seinen Anspruch durch? Es gibt hier in Deutschland, ich glaube, 1-2 Rechtsanwälte, die das rechtlich verfolgen. Sie hatten vorher gesagt, Kosten. Was kostet es? Es ist ja auch aufwendig, das Ganze zu monitoren. Ich kann mich an den einen Fall erinnern von der Finanzinformatik. Die haben sogar sehr, sehr viel Kosten eingespart, weil die haben das alles manuell gemacht.
Du erinnerst dich. Ja. Und das war wirklich ein Business Case, dass sie gesagt haben, jetzt kann ich so und so viel einsparen. Auf einem Schlag 57.000 manuelle Mannstunden eingespart durch die Verkodifizierung mit der Firewall. Ich kann zum Beispiel anlegen, alles, was mit einer bestimmten Lizenz verbunden ist, kommt durch. Alles, was CVSS 9 und runter ist, kommt erstmal durch. 57.000 Mannstunden. Das kann ich auch. Ja, ja gut, das ist für große Entwicklungsabteilungen in Ordnung. Also ich komme aus dem Abnehmendienst und die setzen halt sehr stark in diese Richtung. Wir haben auch immer mehr Öffnung nach außen, was heißt immer mehr Apaches und sonst wie, die bei uns laufen. Und diese große Thematik jetzt mit dem öffentlichen Hand soll ja auch möglichst den Bürger den Gang zur Behörde ersparen. Da gibt es jetzt Projekte bei uns laufen. Wie soll man das denn in den Griff kriegen? Ich meine, da kann ich doch dem nicht vertrauen, der mir irgendwas liefert. Wir sollten uns vielleicht mal sagen, okay, unterhalten. Dann soll der mal mit, ja, wir haben so ein Projekt, nennt sich Guvernicus, da werden eben ganz, das ist quasi die Universalschnittstelle für alles das, was kommt. Ja, also, das hat er gesagt, gut, dass sie nicht gesagt haben, Perpetu mobile. Ja. Das ist vielleicht für Sie schon was in der Mache. Ja, genau. Okay. Nicht jetzt von uns an Sie, sondern an, können wir uns gerne. Ja, also da ist schon ja, was. Wir haben bei uns immer, also die meistens sind es Jüngere, das sind ja so Jünger, die, oh ja, und Open Source ist alles toll, Microsoft ist doof. Naja, das hier höre, ja. Schade, dass die nicht dabei sind. Microsoft ist dabei. Bitte? Die Microsoft oder die Jüngeren. Das ist die Jüngeren. Ja, ja. Nicht ja, dabei, ja, also die heute. Da gibt es eigentlich von mir aus die Zusammenfassung. Ich denke, die Zusammenfassung haben wir soweit besprochen. Das ist ein akutes Thema tatsächlich. Also sollte man sich mit beschäftigen. Ja, eins und kein Alter, was ich mal nachgedacht hätte. Also wenn Sie noch Einzelgespräche möchten, ist das gerne möglich. Ich bin den ganzen Tag hier. Den ganzen Tag da. Ja. Kaffeepausen gibt es genügend Möglichkeiten. Ich habe vielleicht noch eine Bitte, wenn du noch einmal klickst. Uns ist wichtig, dieser Feedbackbogen. Wenn Sie den bitte ausfüllen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Bei Ihnen Badge, der ist ein Badge. Ganz kurz mal eine Frage, das ist meine erste Lizenzer und spricht natürlich auch primär dein Lizenzmanager das Thema an, dass ich auch selber bin oder Einkäufer, die hier sind. Das ist jetzt ein Thema, wo ich vielleicht ein Drittel von verstanden habe, sage ich ganz ehrlich, weil ich kein Entwickler bin, wo was vielleicht auch eher Entwickler hätte vorgestellt werden müssen. Mich würde interessieren, weil ich natürlich hier war wegen den Risiken des Software-Lizenzmanagement in dem Umfeld. Jetzt habe ich in dem ganzen Vortrag ungefähr eine Viertelstunde zu dem Thema gehört und eine Dreiviertelstunde Verkaufsveranstaltung. Ist das bei allen Workshops heute so? Also ich habe nichts von Verkaufsveranstaltung. Ja, ich hoffe, ich habe neutrale Informationen übermittelt mit einem Lösungsansatz am Ende, selbstverständlich. Naja, ich habe sehr oft, wir machen hier unser Tool und es ist ja eine versteckte Verkaufsveranstaltung. Ja, sicher. Das ist immer so. Ist das heute bei allen Vorträgen so? Stimmt. Wenn Sie hier ohne EA-Vertrag rausgehen. Also es kommt ja sehr stark darauf an, was Sie aus dem Thema mitnehmen wollen. Kein Mensch sagt, dass Sie die Software direkt kaufen sollen. Wenn Sie sagen, das wäre eigentlich gar nicht was für mich, sondern für unsere Entwickler, dann kreuzen Sie es gerne an. Wir kommen auch vor Ort oder wenn wir genügend zusammenkommen, wir machen dazu auch nochmal einen Webcast hinterher, sodass sich die Entwickler dort einschalten können, die es dann vielleicht aus einer anderen Sicht anders bewerten, dementsprechend was die Informationen angeht. Ansonsten sind je nach Inhalt die Vorträge auch unterschiedlich. Wir wollten halt einfach diese Problematik mal adressieren, weil ich glaube, mit diesen entsprechenden Abhängigkeiten, das ist glaube ich. Das haben Sie eingangs ja auch 15 Minuten wunderbar gemacht. Genau, das war eigentlich unser Ziel. Und dann eben natürlich ist die Logik daraus folgend, wie kann man denn sowas eigentlich lösen? Und dafür haben wir natürlich ein Angebot, dass Sie das nicht unbedingt kaufen müssen. Es gibt auch am Markt andere Anbieter und da sage ich jetzt mal, da stellen wir uns gerne auch den Wettbewerb. Ja. Aber wir wollten natürlich, müssen wir Ihnen natürlich auch sagen, es gibt da Lösungen. Sonatype hat so eine automatisierte Lösung. Mir ist nicht bekannt, dass einer in der Form von den Mitbewerbern so eine ähnliche Lösung hat. Wir bieten sowas für Standardsoftware an, unser Eigenprodukt PMP beispielsweise. Und das ist eben jetzt der Zusammenschluss dessen, dass wir eben beide Themen Standardsoftware und Open Source adressieren. Was auch viele Kunden gemacht haben von den letzten Lizenzen zum Beispiel. Die haben dann auch ähnlich wie ihr Feedback, dass
da habe ich vielleicht ein Drittel von verstanden oder mitgenommen, aber die sind praktisch in die Firma gegangen und haben gesagt, Leute, ich war auf einem Vortrag, wo dieses Thema positioniert wurde, wie adressieren wir das denn überhaupt? Und dass das dadurch dementsprechend... Da könnte eventuell das Problem haben. Schon klar, ja. Genau. Und dann, wenn man sich beschäftigt, dann wird man dann auch wahrscheinlich auch andere Hersteller dann mit begutachten und dann kommt man dann irgendwann zu einer Lösung, wenn man das einsetzt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme. Vielen Dank. Ja. Ich hab mich da auch eingetragen bei dem Schwert nochmal. Ja, Wert und Wert. In der Hoffnung, dass du. Wert und Wert, genau. Das ist dann halt Rechtsanwalt ohne Hersteller im Hintergrund oder Open Source. Ich glaube, in dem Büchlein, das ist tatsächlich so ein Link. Verkauft das, muss ich sagen.